Hallo, herzlich willkommen zurück bei einer wunderschönen neuen Folge und auch einer sehr, zumindest im Beginn ruhigen Folge von A Plague Tale: Innocence. Wir sind auf Laurentius Hof angelangt, haben jetzt schon ein wenig geguckt, was es denn hier so gibt und Verschlossen. werden jetzt wahrscheinlich hier überall nicht reinkommen und müssen uns dann durch das Fenster zwängen. Aber zuerst streichen wir nochmal das Pferd. Oh, hallo. Keine schöne Nacht, um draußen zu sein, was? Nein. Definitiv nicht. Na. Ja. Aber sei froh, dass du hier in der Nähe vom Licht stehst, weil dann könnte ich die Ratten wenigstens nicht holen. So, wir schauen schnell. Hier gibt es auch nichts. Gut. Alles Verschlossen. klar. Wir müssen da irgendwie rein. Wie ich es mir gedacht habe. Dann bringen wir jetzt den kleinen Hugo durch das Fenster und er muss uns dann reinlassen. Hugo, kletter da rein und öffne schnell die Tür. Und sei vorsichtig, ja? Schnell vor allem. Ja. Gut. Okay, das ging schnell. Sind wir so nicht gewohnt, ne? Es riecht komisch. Alkohol von den Destillierapparaten. So, erstmal gucken wir jetzt, was wir uns noch. Da ist jemand. Sehen wir mal nach. Okay. Was brauchen wir hierfür? Noch zwei Stoffe. Lass uns tatsächlich erstmal gucken, ob wir eventuell hier noch zwei Stoffe finden. Wenn nicht, machen wir erstmal ein paar andere Dinge. Müssen wir dann mal gucken, was am sinnvollsten ist. Ich meine, ne, dieser Aktivposten hier, der ist schon nicht ganz verkehrt. Oh, die Tasche wäre natürlich auch gut, ja. Aber die würde auch zwei Stoff kosten, ne? Ja, okay, gut. Bisher sind ja die Werkbänke tatsächlich halbwegs gut angeordnet. Na komm, dann gehen wir vielleicht erstmal hier lang. Ja, hier haben wir dann die Küche. Dann wird der hustende Mensch sicherlich schöne Laternen. Also jetzt echt. Würde ich mir auch an die Wand hängen. Wird dann sicherlich oben im Bett sein. Dann gehen wir doch noch mal hier hinten in den. Oh, ich dachte eigentlich Vorratsbereich, aber nein, hier wird fleißig destilliert. Da werden wir wahrscheinlich keine Stoffe finden, gehe ich mal davon aus. Schade eigentlich. Gut, findest du ja wirklich gar nichts. Nicht gut. So, dann da geht's zur Tür hinein, da geht's auch zur Tür hinein. Dann gehen wir erstmal hier. Okay, Steine. Diese Zeichnung. Was soll das sein? Wirklich hübsch. Wirklich hübsch? Vitriol. Die Abkürzung der lateinischen Formel Visita interiora terrae rectificandor invenies occultum lapidem. Lapidem? Lapidem? Kein Latein. Was so viel bedeutet wie: Betrachte, was im Inneren der Erde liegt. Indem du das dort Vorgefundene läuterst, wirst du einen verborgenen Stein erhalten. Okay. Diese Maxime fasst die alchemistische Philosophie zusammen, die auf dem Studium der fundamentalen Natur der uns umgebenden Elemente und ihrer Umwandlung beruht. Mit diesen Initialien
wird außerdem die Schwefelsäure bezeichnet, mit der Materie bearbeitet wird. Schick. Wir müssten uns die Sachen eigentlich viel besser mal mit angucken, oder? Ein bisschen genauer. Mit Rauchschwade hier. Das hatten wir schon. Und die Seife hatten wir auch noch nicht angeguckt. Ja. Aber wahrscheinlich ist das hier nicht wie bei Wimmelbild oder Adventure, dass man dann hier noch zusätzliche Infos rausbekommt, wenn man sie dreht. Ist dann wahrscheinlich einfach nur so, ja, wenn du Lust hast, guckst dir an, wenn nicht, lässt es. Okay, gut. Dann schließlich und endlich gehen wir hier in das Zimmer hinein und mal sehen, was da auf uns wartet. Ich mach schon mal die Kamera weg. Wer seid ihr? Magister Laurentius! Bleibt stehen! Er ist ansteckend! Hugo... hier... Die Inquisition kam. Wir haben alles verloren. Ich konnte nichts tun. Ich... Natürlich. Sie wollten ihn. Ja. Ein Übel. Ein altes Übel fließt in den Adern eurer Familie. Was? In ihrem Blut. Was soll da fließen? Mutter und ich versuchten, ihm Einhalt zu gebieten, aber seit dem großen Erwachen wächst es schneller. Was? Du musst ihn beschützen, Amicia. Oh, die Arbeit deiner Mutter fortsetzen. Ich? Aber wie? Meine Eltern haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Lass mich in Ruhe! Hey! Sie sind hier. Ja. Die Ratten sind gefährlich, aber chaotisch. Die Inquisition hier. Jedoch, sie suchen den Jungen ohne Unterlass. Wir müssen verschwinden. Ihr müsst zum Chateau d'Ambrage. Lukas, geh in die Scheune. Du musst das Ignifer vollenden. Spart eure Kräfte. Ich werde mich beweisen. Das mit euren Eltern tut mir leid. Aber ihr seid nicht mehr allein. Wir müssen schnell sein. Helft mir mit dem Ignifer. Es schützt uns vor den Ratten. Sind wir jetzt zu dritt unterwegs? Komm, Hugo. Ich will, dass du mitkommst. Amicia, das war echt scheiße jetzt gerade von dir. Ganz im Ernst. Wirklich ganz im Ernst. Das Zeug ist in der Scheune. Los! Oh nein. Wir wissen, dass du... Ne? Aber trotzdem. Was sollen wir jetzt tun? Okay. Er sagt nichts mehr. Sie sind hineingelassen. Ich stelle ein Weg, sie abzulenken. Oh, die Schinken. Gute Idee. Aber sie fürchten sich vor dem Licht. Die Laternen. Schön in Ordnung. Los! So. Oh, tut mir leid. Keine Sorge. Das war's. Hugo, nimm meine Hand. Nein! Na schön. Aber bleib in meiner Nähe. Ist bei euch alles in Ordnung? Wir haben... eine lange Reise hinter uns. Okay. Kann ich hier eventuell dann doch irgendwie noch an die Werkbank? Ich hätte es vorher machen sollen. Ich bin so blöd. Lass bitte vorher... Nein. Mist. Oh, Scheiße. Sie sind hineingelassen. Ich bin da und sie schenken. Gute Idee. Aber sie fürchten sich vor dem Licht. So. Tut mir leid. Keine Sorge.
Na schön, aber bleib in meiner Nähe. Ist bei euch alles in Ordnung? Wir haben eine lange Reise hinter uns. Psst. Oh nein, da sind sie wieder. Sie sind überall. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Ignifer gehen. Wie sollen wir... Haben wir hier irgendwas, was war... Ich meine, wird ja wohl kaum... Wir brauchen Fleisch. Tot oder lebendig. Hier könnte es gehen. Verstehe. Ich helfe dir. Wir füttern es. Sowas in der Art. Machen wir das jetzt wirklich? Abendessen, Schweinchen, lecker Futter. Ist das euer Ernst? So ist es gut. Und gut kaum, sonst bekommst du Bauchweh. Es darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde absperren. Da ist eine Leiter auf der Seite. Kommt mit. Gehen wir. Hugo? Hugo, hör zu. Schmoll ruhig, aber bleib in meiner Nähe. Kommst du? Kletter hoch. Oh, ich ärgere mich gerade so, dass ich... Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Das Licht! Ja, Hugo, sieh lieber nicht hin. Warum? Nein, Amicia, was machst du da? Tut mir leid, Hugo. Hör auf! Doch noch! Wir haben keine Wahl, Hugo. Wir müssen die Ratten loswerden. Das ist furchtbar. Du bist genau wie die anderen. Hugo, es gab keinen anderen Weg. Kommt, hier rüber. Ich hab doch gesagt, wir gehen da lang. War ja klar. Armes Schweinchen. Ich hoffe, es gibt jetzt hier noch eine Werkbank. Das hier ist kein gewöhnliches Labor eines Arztes. Mein Meister ist vor allem ein großer Alchemist. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lukas. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Aber dazu benötige ich Alkohol und Schwefel. Sie müssen hier irgendwo sein. Sag mir, wenn du sie gefunden hast. Na schön. Alkohol und Schwefel. Alkohol, Schwefel. Das sieht aus, als hätten sie eine ganze Weile hier verbracht. Was tust du da? Ich löse die Reagenzien auf, eine alchemische Vereinigung. Das ist, einfach Alchemie. Hier, Lukas. Gut, jetzt musst du sie vermischen. Langsam, es ist nicht gefährlich. Na gut. Ignifer. Du kannst jetzt Ignifer herstellen. Halte Tabulator gedrückt, um das Auswahlmenü aufzurufen. Was? Entzündet Glut. Ja, leck mich doch. So, es ist... Ratten! Oh nein! Nein! Wir sitzen fest! Nein, das Ignifer, Amicia. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar. Wow! Oh! Es macht Feuer! War ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja! Die Mischung war perfekt. Scheint so, als hättest du das von deiner Mutter. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Die werden dir nützlich sein. Das wäre toll. Vielen Dank. Ich habe meine Mischungen fertig. Wir sollten zurück zu Laurentius. Amicia, kannst du vorausgehen?
Ja, klar. Auf geht's. Aber... Habe ich da hinten nicht was gesehen? Da hinten nicht was geleuchtet? Ne. Ratten! Zurück! Das Ignifer! Wirf es in die Glut! Hoffentlich schlagen mir die Flammen nicht ins Gesicht. Los, kletter hoch! Das ist interessant. Da haben wir da jetzt nochmal sowas. Das sind ganz schön viele. Laurentius, ich bahne uns den Weg. Ich gehe zuerst. In Ordnung. Los, komm! Lass mich! Hugo, hör mal. Wegen vorhin. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir... Nein! Was ist hier? Nein! Meister! Lukas, warte! Destillierfest! Ach, du Scheiße! Wir müssen weg! Jetzt! Laurentius! Meister! Hey! Halt! Wir brauchen dich! Seht! Das Pferd! Wir müssen hier How weg! How convenient! Go! Lukas! Lauf! Wir brauchen das Pferd! Sie sind überall! Lukas! Ich bin hier! Wohin führt dieser Weg? Lukas! Wohin führt er uns? Zu uns zum Fluss! Hä? Och, jetzt ist genau neben uns das ausgegangen. Du willst mich da verarschen. Ich bin doch sogar hingesprintet. Wir sind überall! Lukas, ich bin hier! Wohin führt dieser Weg? Lukas, wohin führt er uns? Zu uns zum Fluss! Ich muss auch erstmal neue herstellen hier. Da drüben ist ein Boot, gleich hinter der Mühle. Na dann los! Amicia, die Windmühle steht fast in Flammen. Fast in Flammen, ja. Willst du mir damit eventuell irgendwas sagen? Na. Was hätte ich denn noch machen sollen? Ich bin doch schon gerannt wie ein Verrückter. Wir sind umzingelt! Wohin jetzt? Wohin? Da drüben ist ein Boot, gleich hinter der Mühle. Na dann los! Amicia, die Windmühle steht fast in Flammen. Hä? Ach so. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ja keinen. Thank you.
Tut mir leid, Clara. Kapitel 5. Die Beute der Raben. Alter Schwede. Wie gut. Und ich ärgere mich immer noch wegen der Werkbank. Jetzt kann ich die ganze Menge nicht tun. Lukas? Ja? Was hat er in seinem Blut? Es gibt eine uralte Geschichte. Sie handelt von der Prima Macula. Die Alchemisten sagen, sie sei das erste Übel und dass sie verborgen im Blut mancher Familien lauert. Doch etwas geschah. Das große Erwachen. Und die Macula regte sich in Hugos Blut. Was? Aber was wird sie mit ihm tun? Für die Macula gibt es weder Gut noch Böse. Sie entwickelt sich mit ihrem Wirt. Und sie verändert Dinge. Die Welt. Weißt du, deine Mutter und Laurentius wollten deinem Bruder helfen. Sie haben versagt. Nein, ihnen blieb nur nicht genügend Zeit. Wir sind da. Hat er was mit der Rattenplage Hugo, zu tun? Wach auf! Komm, Hugo, ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Château d'Ombrage sein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Hugo. Frösche! Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Habt ihr das gerade gesehen am Hals? Die schwarzen Adern? Ich komme nicht zu dir. Was? Kann das sein, dass er... Ist dir nicht kalt? Ja, ein bisschen schon. Hugo scheint es nichts auszumachen. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ja, aber er sollte näher bei uns bleiben. Mhm. Kann das sein, dass Hugo irgendwie etwas damit zu tun hat, vor allem wie diese Rattenplage gerade fungiert? Ich meine, dieses... Ratten sind Ratten. Aber... Die Tunnel, die wir gesehen haben, diese Auswüchse, diese schwarzen, die wir gesehen haben. Und vor allem jetzt seine schwarzen Striemen, seine schwarzen Adern am Hals. Kann das sein, dass er insofern was damit zu tun hat, dass es sich halt entwickelt, wie er jetzt, wie Lukas jetzt gerade gesagt hat. Und wenn er, also Hugo... eher in die negative, in die sehr böse, in die, ja, halt in die Art reingeht, dass er doch mehr negative Gedanken hat als positive, dass dann auch diese andere Art schlimmer wird? Kann das sein? Auf jeden Fall müssen wir diese Blume hier oben noch sammeln. Hugo, wo willst du hin? Hugo! Kommen wir hier irgendwie hoch? Nein, okay. Wäre ja auch zu schön gewesen. Oh, Leder. Nehmen wir gerne mit. Auch wenn wir bald nichts mehr sammeln können, weil der Thomas zu blöd war.
Bruder zu lange gewartet hat. Können wir hier lang? Nein, können wir nicht. Warum nicht? Finde ich doof. Naja, wir kommen hier nicht hoch. Ich hoffe, wir kommen dann noch hier oben lang wieder zu den Blumen. Manu. Ah. Nö. Doch nicht. Hä? Da kommen wir auch nicht lang. Wir müssen doch hier drüben irgendwie hinkommen. Ich meine, kann doch nicht sein, dass hier die Blümelein stehen und wir da nicht rankommen. Kann ich hier vielleicht hochklettern? Nein. Mal hier vielleicht hoch? Manu, das ist gerade sehr unbefriedigend. Ich komme hier nirgendwo hoch. Kann hier Leertaste drücken, passiert nichts. Was passiert, wenn ich... kann ich nicht werfen. Ich dachte vielleicht, wenn wir das hier vorne abfackeln, ne? Dass wir dann da hochkommen. Aber wir können ja hier auch nicht hochlaufen. Und hier? Ich meine, da oben ist ein Lagerfeuer. Wir müssen doch da irgendwie hinkommen. Oder hier? Aber hier sind halt überall auch so Pflanzen davor, ne? Oh, hier vielleicht? Ne, auch nicht. Gut, ja, dann weiß ich auch nicht. Ich dachte ja eventuell drumrum. Aber ich meine, wir können hier hoch. Und dann können wir aber hier nicht durch. So. Und da hinten ist es ja aber. Da ist das Lagerfeuer und da hinten sind die Blümchen, die so weiß rumflackern. Kommen wir vielleicht hier oben irgendwie? Hey, seht mal, ich bin ein Ritter! Ein englischer Schild. Wo hast du den her? Er lag da drüben auf der Erde. Hör zu, Hugo. Leg ihn weg. Das ist nichts für Kinder. Spielverderberin! Los, weiter. Riechst du das? Wie das stinkt. Ja, fürchterlich. Das klingt alles gerade nicht so, als wenn wir hier wieder zurückkommen würden. Gut, ist sowieso erstmal gerade rum, ne, und ran die Zeit. Vielen Dank fürs Zusehen.
Und Chirio, beim nächsten Mal gucken wir dann, ob wir da irgendwie noch hinkommen. Ich guck mal vielleicht in der Folgenpause ein bisschen, ob wir da irgendwie langkommen. Aber ja, ich habe jetzt eigentlich schon alles ausprobiert. Muss man mal gucken. Chirio!